Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Simrail. Wir sind mal wieder mit dem Kiebel unterwegs, aber dieses Mal in Warschau. Ich dachte, das mache ich mal. Das habe ich sehr lange nicht mehr gemacht, dass ich hier S-Bahn in der oberen Gegend hier gefahren bin. Ich denke mal, das schadet nicht, wenn ich da euch auch mal mitnehme. Ja, unser Fahrzeug mit dem Endziel Skirnibisse, irgendwas mit S. schauen wir doch mal. Ist die Beleuchtung innen drin? Ah, nee, ist sie nicht. Dann gehen wir gerade mal rein. Okay. Führerstandsbeleuchtung brauchen wir nicht. Hintergrundbeleuchtung, Zugzielanzeige, die hätte ich gerne an. Zugschluss braucht man nicht. Führerstandsheizung. Naja, komm, machen wir die mal an. Ist Winter. Instrumentenbeleuchtung machen wir an. So. Was ist denn? Fahrgastraumbeleuchtung ausschalten? Fahrgastraumbeleuchtung. So, gucken wir mal. Das ist am einfachsten, wenn ich es so mache. Ja, Beleuchtung ist an. Oh, hast du neue Sitzbezüge? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich die Sitzbezüge hier so sehe. Okay. Ja, ich glaube, nee, ich glaube, mit dem Kiebel bin ich bis jetzt noch nicht die S-Bahn in Warschau gefahren. Okay. Rundherum haben wir momentan auch nur KI. Ich habe auf am Monitor die Map offen. Das klingt noch Express. Ja, ist er ja. Pikapu! Okay, einsetzen. So, Außenansicht. Dankeschön. Ja, wunderbar. Ich glaube, der Express wird uns dann noch überholen. Den sehen wir nochmal. Ansonsten ist er jetzt gerade. Also, ich weiß nicht. Die Ansagen klingen komisch. Eine Minute noch. Sag mal, hat der Kiebel, mit dem ich letztens gefahren bin, das auch gehabt? Ich glaube nicht, ne? Das ist ein bisschen neuer hier. Okay. Mal kurz gucken. Ich glaube, for the time being werde ich mal das ausmachen. Damit ich Spaß habe an dem da. Okay. Fahrplan. Machen wir eins auf. Okay. Gut. Jetzt müsste man hier noch ein bisschen weiter reinzoomen können. So, FDL, wie schauen wir aus? Geht gerne Abfahrt. Und go. Ja, wie jetzt? Keine Abfahrt? Aber sag mir jetzt nicht, dass wir auf den Express hier warten. Nee, oder? Ich bin pünktlich. Ja, was ist, wenn wir ein bisschen vorfahren? Nö, das scheint es nicht zu bringen. Ja, fängt ja schon mal gut an. Ja, jetzt haben wir auch jemanden im Express drin. Ja, kommt gerade schon der nächste. Warte. Was war denn das jetzt? Ah, und da der nächste. Ah, darf ich jetzt wegen dir nicht rausfahren? Oh, immer diese Verspätungen.
Komm nach. Machen wir halt mal mit. Alter, ist ja gut. Von zwei Seiten jetzt. Kein Kommentar. Alles klar, lass mich jetzt hier raus. Ich werde zugehupt. Das ist Belästigung. Ah, geht doch. So, schnell weg hier. So, nächster Halt. Warschau Zentralna. Zu schnell hier. So. Gib Gummi. Dass wir da halbwegs pünktlich irgendwo ankommen. Okay. Dann habe ich 80. Ah, das schöne Stadion hier. Hier oben bin ich aber viel zu selten. Ich glaube, es wäre auch ein bisschen mehr los. Also bei der S-Bahn technisch, dass Leute drin sind, wenn hier ein bisschen mehr Fahrdienstleiter wären. Hier gibt es so geile Abschnitte aus FTL. Aber leider ist noch nicht. Bremse drin? Nee. Moin, Kollege. Da war die KI drin. Oh, schön hier. Gefällt. Stufe 2 probieren. Und ob er die 80-82 bleibt. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen anschubsen noch. Zille, rein in den Tunnel. Habe ich das Volumine drin, sehr geändert. 60. Ja, das ist gut genug so. Oh, 40. Ach, scheiße. Nichts mit 60. Okay, der Express, oder einer von den Express hinten, ist jetzt schon unterwegs. Mal gleich in der Station wiedersehen. Zentralna 13 Ankunft, also jetzt 16 Abfahrt. Sehen wir ja noch einige im Außen in der Zeit. Aus oder nicht? Nee, abweicht. Oh, Spiel, was ist denn? Fang jetzt nicht an wie Train Sim World.
Och nö, wir haben auch Regen. Im Tunnel. Aber ja. Ist jetzt schon anhalten. Sehe ich jetzt irgendwie nicht. Ich fahre da noch ein bisschen vor. Keine Ahnung, hier so neben der Treppe. Wunderbar. Hier auf. Wir haben es geschafft. Was, 50 Sekunden? Aber die Abfahrt ist ja um... Achso, warte mal, es ist ja schon 15. Doof. Und Ausfahrt ist auch schon da. Geil. Ah, ich kann nicht rausgucken. Aber aussteigen kann ich. Alles Menschen ja hier. Naja, immerhin angeschrieben. Ist schon mal was. Oh, Hubmeister ist da. Oh, Tür zu. So. Schnell weg hier. Essen ist da drin. Der TTV Ever Forever Time. Also TTV Era Forever Time. Okay. Next alt. Warschauer Krokus Kind. Na, Moment. Was Shaba Zachotnia. Aber Zachotnia. Nein, fast. Aber warum ruckzelt es denn hier unten so? Ist ja jetzt nicht so, dass es hier super aufwendig wäre. Ey, das mal. Oh, finally. Freiheit. Was gibt's? By the way, ist euch irgendwie aufgefallen, dass die Zeit der großen Forennutzen irgendwie vorbei ist? Also egal, bei welchem Projekt oder wenn man sonst irgendwie geht, irgendwie die Foren sind alle am Aussterben. Ich habe das Gefühl, das geht so alles Richtung Discord und Co., aber nicht mehr im Forum rum. Ich meine, damals, wann das, 2007, 2008 rum, das war so meine WoW-Zeit, war irgendwie die Blütezeit von den Foren. Da haben wir sogar damals für unsere Gilde Forum aufgemacht. Da haben natürlich das ganz typische Bilder sharen, Memes posten etc. Und das war halt wie ein Pflichtbesuch jeden Tag, um die Stammforen einmal reinzugucken. Aber jetzt, wenn du da so die Sachen anguckst, ist irgendwie tote Hose. Also so viele Foren, die ich mir letztes Jahr angeschaut habe, sind einfach tot. Oder haben dicht gemacht und sind nur noch read-only. Was so eine Fangruppe von irgendetwas. Alles im Aussterben. Ist schon schade. Aufgefallen ist mir jetzt gerade vor kurzem bei Rollercoaster Tycoon. Da bin ich mal meine alten Seiten mal abgegangen, um mal Mods wieder runterzuladen und neue Karten. Und da habe ich so viele Projekte gesehen, die einfach tot sind. Es ist alles nur noch Feed-only und passiert nichts mehr. Ich meine, klar, je älter die Spiele werden, umso weniger Leute spielt es dann und ist das Interesse da, auch irgendwas zu machen. Es gibt ja immer Kernleute. Aber das sind halt immer wenige. Leider Gottes.
Und in TD2 ist man auch am diskutieren, ob das Simulator stirbt, weil damals über 100 Leute, teilweise 200 voll gemacht, die Lizenzen, da sind sie jetzt schon lange nicht mehr rankommen. Und da diskutiert, warum das so ist. Auch ein bisschen unscharf hier drauf, ne? Das ist ein bisschen unschön. Für das, dass der ganze Rest, so wie das, einigermaßen scharf ist. Irgendwo aus Google rausgesucht und reinkopiert. So, haben wir... Oh. Express. Haben wir ein Schild für den Bahnsteig hier? Ja, aber da steht nur nichts drauf. Nur wir. Gut. Ansonsten gibt es jetzt gerade nicht sehr viel zu tun. Der Express da hinten wird von niemandem gefahren. Aber es kommt von vorne eine RE1, eine moderne. Auf Essen tue ich eigentlich hin. Ich habe ja Zeit. Achso, okay. Jo. Naja, machen wir schon. Moment. Das ist mir jetzt auch noch nie aufgefallen. Ist das... Hä? Hat der Kiebel und Katowitz das auch da auf der Seite? Ah. Ja, das ist jetzt unser... Okay, gehen wir wieder rein. Machen wir mal bereit für die Abfahrt. Na, ich schau mal aus mit dem Signal. Also zwei Züge sind nochmal reinfahren von vorne, aber ich glaube, die sollten uns jetzt nicht stören. Aber anscheinend doch. Ja, fahren wir zumindest mal vor. Welcher Zug könnte uns jetzt blockieren? Ein Express fährt weg, die zwei anderen fahren rein. S-Bahn? Na gut. Keine Weiterfahrt für uns. Halt, die Richtung will ich mal rausgucken. könnten eigentlich, ich glaube, das habe ich schon mal in einem Video gemacht, der Stellwerk da besuchen. Kommt heute eh nichts und wir sind es eh. Sag mal, hier war doch bestimmt ein bisschen mehr los, oder? So gleistechnisch. Stellwerk ist so weit hinten. Lass mich raten. Ja, es hat Kollision. Aber ich komme natürlich nicht drauf. Ah, schade. Naja, der verlässt den spielbaren Bereich. Ja, ist ja gut. Okay, wirklich weiter nach hinten kann ich nicht. Solche Spielverderber. You are fearless. Meistens. Nicht immer. Dankeschön. Mensch, was ist denn da? Ah, und jetzt haben wir hier auch die Anschrift vom anderen Zug. Haben wir hier? Kakao Gloni, 1327. Ja, jetzt haben wir hier schon 2 Minuten Verspätung.
Mann! Willst du uns blockieren? Nee. Ach, warte mal, doch, vielleicht, ja. Müssen wir nicht ganz nach links rüber? Ja, ich bin jetzt schon ewig lang nicht mehr die S-Bahn gefahren. Und da ist der Express. Ich wollte gerade sagen, warum bleibt der seiner stehen da hinten? Ciao, Kollege! Mann, ich wollte doch nur ganz ruhig S-Bahn fahren. Dachte, da komme ich gut durch, aber nee, ist nicht. Mein Kollege. Was sieht denn gerade noch so? Ah, da ist er ja. Bin vermutlich wegen dir zu spät. Wir könnten eigentlich einmal raufgehen. Ja, Gott sei Dank tut die Oberleitung uns nicht weh. Ich kann hier nicht mehr springen. So ein Beschiss. So kann ich jetzt nicht mehr springen? So, jetzt geht's. Okay. Ja, ich würde sagen, wir fahren noch mal ein bisschen mit. Bis er hier abfährt. Lol, also hier geht's springen halt einfach nicht mehr. Na komm, Tür geh auf. Ah, ich kann die Tür nicht aufmachen von der Ferne. Schade. Jetzt will ich aber nicht mehr runtergehen. So, Kollege. Es ist so dämlich. Nein! Nein, ich will mitfahren. Nehme ich mit. Holzklasse da oben. Schade. Irgendwann kriegen wir das nochmal hin, dass ich mich irgendwie mitpack. Autsch. Okay, komm, lass mal das. Naja, wenigstens einer ist pünktlich. Wollen wir dahin. Gute Fahrt. Haben wir irgendwo noch einen längeren Halt? Nö. Die Verspätung werden wir nirgendwo mehr reinfahren. Es wird eher schlimmer. Einmal mit Profis. Ja, da kommt der nächste. Oder ist es nur... Nee, das ist nur Umgebungseffekt. Oh, komm schon, KI. Okay. Leute, ich glaube, wir machen es mal so. Sobald hier das Signal auf Fahrt geht, dann sehen wir uns wieder. Dann mache ich mal einen kleinen Cut für euch. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Hab immer noch keine Fahrt. Aber ich wollte euch kurz was anderes zeigen, warum wir vermutlich extrem verspätet sein werden. Und zwar ist der Grund. Man hört es vielleicht schon. Auf der anderen Seite. Der nächste Express, auf den ich jetzt vermutlich warten darf. Es ist unglaublich. Ich glaube, 15, 20 Minuten werden wir hier verspätet sein. Okay. Also beim nächsten Cut dann, wenn wir dann hoffentlich Fahrt haben. Bis gleich. So, liebe Leute, wir haben jetzt endlich Ausfahrt. Es ist 36.
Hinter uns ist schon die nächste RE1. Ist super geil. Und ich habe jetzt noch auf den zweiten Intercity warten müssen. Und ein MPE ist auch noch vorbeigekommen. Ja, geil. Rot in 500 Metern. So, haben wir... Ja, da kommt was rein. Ja, schlimm. Jetzt haben wir natürlich hinter uns die andere RE1 ausbremsen. Mein Kollege. Ja, das wird wohl nichts. Ah, doch, jetzt. Im letzten Moment. Also sogar auf grün. Wahnsinn. So, jetzt aber hier nicht machen. So, das nächste Halt. Lochi. Doch irgendwie so. Ja, ich wäre ganz cool, wenn wir im Zug selber Ansagen hätten und die auch hören könnten. Die 1935-3 Foodcheck. Ah, ne, hört dich. Dann mal schön ausreizen hier. Aufs S-Bahn-Gleis. Dann sollte man erstmal freie Fahrt haben. Theoretisch. Oh komm, warte mal die Geschwindigkeit. Bisschen schnell drüber. Den passt aber schon. Ja, RE1 hinter uns ist auch losgefahren, da wo wir vorher gestanden sind. Ich muss eigentlich mit dem gleichen Ziel sein. Mal kurz nachschauen. Ja, exakt gleiches Ziel. Über KMH, das ist nicht so schlimm. Ganz dezenten Verspätung von 13 Minuten. Das läuft. Nice. Und da kann man schon die Ausfahrt. Perfekt. Schnell weg hier.
liebsten würde ich eine Station auslassen, aber das geht ja nicht. Mein Kollege. Ein Intercity aus Krakau war das. Oh, nächster Halt, Usus. Das nächste, was uns entgegenkommt, ist der Admiral Trench mit dem RE1 aus der Gegenrichtung. Ich freue mich schon auf den Moment, wenn es dann irgendwie so einen Fahrkastenmodus gibt. Wo man ein bisschen Trainspotten kann. Ist zwar nicht Nummer 1 auf meiner Wunschliste, aber trotzdem hätte ich gern. Finde ich auch die Option, dass wir zu Fuß gehen, den Train sehen würden, ganz gut. Eines der wenigen Sachen, wie gesagt, das ist super. Dass du einfach mal so auf die Karte reingehen kannst, ein bisschen mitfahren, vielleicht selber fahren. Komplett frei, ohne Zwang. Aber hier war es halt schon immer ein bisschen geiler, wenn man dann halt mit den Spielern mitfahren kann. Wäre auch mit dem Stream noch ganz interessant, ne? Wenn du dann hinten jemanden drin hast, kann dann der sein Zugbegleiter, oh, das wär's ja dann, wenn man Zugbegleiter spielen kann. Fahrkarten kontrollieren und so. Hier in Simrail. Ah, das würde ich feiern. Nee, aber eben, wenn man halt nur so mitfahren kann, im Stream, dann ist man irgendwie zu zweit. Zu tun, als ob. Reicht ja auch schon. 13 Minuten. Ich wollte gerade sagen, warum hat der Schnee hier drauf? Gut, Abfahrt. Ja, nächster Halt, Ursus, Nitz, irgendwas mit N. Oh, viel Abstand haben wir nicht zu der RE1 hinten. Ich meine, die ist auch ein bisschen flotter unterwegs als wir. Der hält. Nächstes kommt ein TME auf der rechten Seite. Ja, Express anhalten bitte. Nice. Ey, was kommt denn jetzt hier so? Okay. Ach, warte mal, ist das... Ne, keine Ahnung. Zudre, Abfahrt. Hinten kommt jetzt sogar ein Express für Lots. Okay, da sind jetzt keine drin. Dachte mir schon. Kann das sein? E1 Express. Volle Strecke. Keiner drin. Mein Kollege.
weiß gar nicht, wo geht denn der eigentlich ab? Der Lotz. Geht in der gleiche Richtung wie wir? Hier ist so 1,3 Kilometer. Oh, der RE1, der pickt uns voll am Arsch. So will ich mein Glück kennen, wenn wir dann an der Station anhalten und der steht dann gerade hinter uns. Ich hab's verpasst. Jetzt müssen wir mal ganz kurz nach hinten fahren. Vorhebel, Richtungswender. Ja, ich weiß. Scheiße, das ist jetzt ungeil. Okay. Hat niemand gesehen. So, vorwärts. Ja, ich weiß. Beruhig dich. Hat zum Zeiteinholen jetzt natürlich keinen positiven Effekt. Na, ich sehe ihn noch nicht. So, Tür zu. Ja, 14 Minuten. Ja, machen wir diesmal an. Ist da eigentlich eine Intervallstellung? Okay, das macht 3. Hm, ich glaube auf der 3 lasse ich es. Moin, Golivi. Lusco. 38 hätten da sein sollen. Ach nö. Der hinter uns, der RE1, wurde gerade verlassen. Ich glaube, der wollte kein Stop and Go haben. Also zumindest das nicht hinter dem anderen. Jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, warum das so ist. EDCS Level 2. Kommt ja auch demnächst. Aber ich glaube, das wird so eine Katastrophe werden mit EDCS. Aber lassen wir uns mal überraschen. Seht ihr, hätten wir es geschafft. Gut. Dann nehmen wir
stehen. 41, 118, einmal für den Fahrdienst. Okay, nicht wir. Einmal nach Gleis 14, zwecks Überholung. Ja, ich hab schon Spaß da vor dir. Danke. Nice. Hatzniv, als nächstes. 1 Kilometer. Ach, der nächste RDR1, was da vorbeikommt. 41, 22, es geht gleich weiter für dich. Oh, gar nicht zurückgeholt. Haben wir eigentlich hier ausgebaut? Oh ja, es ist ausgebaut. Fahrdienst für 41, 22. Ja, kann man bei FTL, geht's wieder ab. Hier. Nachfrage gerade an dich. Wie sieht's aus? Werde ich gleich direkt durchkommen oder wird mich noch ein bisschen verzögern kommen? Ja, ich bin gerade jetzt noch nach Gleis 14 und dann kann ich nicht durchfahren. Da hast du freie Fahrt. Okay, soweit mit. Jo, alles klar. Mensch, die Leute haben sich da stressig hier. Nee. Hätte irgendwie gedacht, wenn es ein Aldi gewesen wäre. So, 2 Kilometer noch. Ich verpasse es nicht. Jetzt soll das weitergehen, kannst durchknallern. Das ist auch 2 Kilometer, ja, das ist ein Bahnsteig. Ach, die Post und Vollgas. Danke dir. Ist das nicht sehr gerne. Schönen Tag noch, gute Weiterfahrt. 1 Kilometer. Das ist definitiv aktuell 16 Minuten Verspätung noch. Das ist auch nochmal ein Spaß. Doch, das ja, ist schon der Bahnsteig. Was ist das für eine Anzeige hier? Ich knatter ja voll da vorbei. Guck mal, jetzt 118, wenn der Pendo durch ist, kannst du auch weiter. Jetzt auch da 3 Kilometer. Ich mach da hinten die Türen auf. Ja, ich weiß. Alter, das ist so eine Katastrophenfahrt hier bei mir. Aber das hast du ja gehört. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh Mann, keine Glanzleistung von mir. Ich glaube, ich schaue effektiv nach den Schildern. Kann man hier eigentlich nichts auslassen? Bleibe ich jetzt doch nicht hier stehen, oder wie? 1 Kilometer. Gut. Dann fahren wir halt. Und alle, die die Strecke oft fahren, denken sie, was eine Katastrophe. Gut, dann fahre ich halt. Ah, jetzt kommt auch der Eurocity. Bin ich jetzt wieder um auf 3 Kilometer? Jetzt ist es wieder 3 Kilometer. Hä? Verstehe ich nicht. Oh, hinter uns RE1 ist jetzt wieder besetzt. Oh, 22, gib alle. Ciao, Kollege. 2 Kilometer. Das war so echt. Das war jetzt wirklich komisch. Der ist doch Wiener. Das ist der nächste halt.
4 Kilometer. Jetzt werden sie wieder. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Und schon geht es weiter für dich. Gute Fahrt. Ja, ich glaube, ich habe mir die Anzeige kaputt gemacht. So, vorstelle die Ankündigung. Den nächsten Halt. Der ist schon wieder verlassen worden von hinten. Oh, schade. Keiner hält es aus. So, Mainzen zusammen. Ja, und jetzt müssen wir. Ja. Ich hab da hinten gehalten. Moin. DF14127 mit Anflug auf Gdansk, Matzen Wecki. Guten Tag. Hallo 14127, ich grüße dich. Was kann ich für dich tun? Grüne Welle. Ich wollte mich noch ankündigen. Ja, alles klar. Hast hier einen Halt auf Gleis 14, ne? Jo, der ist vorausgesehen. Danke. Alles klar. Ich habe hier noch eine kleine Ausfahrt von Gleis 14, aber es sollte in Kürze dann losgehen. So, lohnt es sich zu bremsen? Nein, nicht wirklich. Er ist gleich durch. Jo, dann lasse ich rollen mit 140. Das ist gut so. Mein Kollege. Oh, Milano weg. 3,7 Kilometer. Und dann sind wir auch schon bei unserem Vorlandsleiter. Und Grazie, Matsu Wiki. Nach 27, er ist durch, also bis zum Bahnsteig hat er halt. Alles klar, ich hatte schon Angst, da waren nur noch 1 Kilometer, ein paar rote, ich war 50, oh, herzbar. Ja, ich liebe einen großen Auftritt und alles auf den letzten Drücker. Ja gut, ich bin ja auch früh, ne, wenn man ehrlich ist. Ja, ein bisschen, ne? Ja, besser als zu spät. Das ist richtig. Wohl wahr. Wobei, zu stark, zu früh ist auch wieder kacke. Vor allem in, shit. Der eine Halt, glaube ich, hinter Izu Wiki da, wo er diesen einen Personenbahnsteig hat. Wenn da ein Zug zu früh reinfährt, blockiert hier alles. Also wird der nächste, der dann reinfahren muss. Wo ich danke dir trotzdem für die Info. Sehr gerne. Der staut's dann gern mal. Ich finde es so schade, dass sie den zweiten Bahnsteig noch nicht gemacht haben. Der ja mittlerweile in echt ja existiert. Aber halt hier in der Karte nicht. Moin Kollege und tschüss Kollege. Station schon. Ankündigung. Einmal den Fernverkehr auf das Betrieb der nächste zu beschränken. Dankeschön. Die Anhalte hin.
wäre schön. Nur mit Verspätung. Ja, immerhin eine Minute gut gemacht. Ja, mal schauen, was kurz ist, mit uns machst. Aber ich gehe mal davon aus, wir lassen es einfach durch. So, Tür zu, Abfahrt. Ja, Farmerton klingt einfach immer noch geil. Wo waren eigentlich die Kameras? Da auf die Schienen raus. Nicht auf dem Bahnsteig. Wird schon seinen Sinn haben. I guess. Ah, na. Vielleicht für den FDL die Haltekameras und so. Und die Leute auch sauber anhalten. Da hätten wir es geschafft. Endlich. Da war denn 1427 in der Station hier drin. Ich glaube, da wird es unser Rechten dann sein. Steht er doch. Zeudle. Eins zusammen. Ja, fahren wir vor zu ihm. Weiter nach vorne. Da, jetzt aber gut. Perfekt. Da kommt raus. Und der 14127 ist bereit zum Rausfliegen. Das ist so ein Stresser. Signal steht. Danke dir. Wie zuerst? Hat sich der über uns beschwert, dass wir zu viel reden? Ich weiß es nicht. Warte mal. Du zuerst. Also ich meine, der hat, ich glaube, dass er sich nicht darüber beschwert. Also soll er machen, ist mir scheiße. Ja, ganz ehrlich, sage ich dir ehrlich, das ist ein offenes Spiel und soll er sich darüber beschweren. Ich meine, wir haben doch beide dienstlich geredet, oder? Wir und kein Quatsch erzählt. Nö, wir haben beide dienstlich geredet. Das ist vollkommen korrekt. Ja, naja, aber... Ein bisschen Funkdisziplin, glaube ich, für immer Leute schadet das schon nicht. Naja, so deutlich wollte ich das nicht sagen. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, beleidigen muss man deswegen nicht gleich werden. Hey, das war ja auch nicht böse gemeint, dass...
nicht böse gemeint, das war nur ein freundlicher Einwurf. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so passend, dass man da jetzt anfängt hinterher zu ziehen, aber ist okay. Wir haben ja Dienste diskutiert und nicht irgendwie jetzt privat das. Ja, da ist es eskaliert. Ja, du weißt, es gibt überall einen Schandteil. Oder recht, das hast du recht. Habe ich hier oben was? Jetzt ja, ist das nicht so für dir. Der 24 braucht erneut Austausch. Das steht die Leute nicht so ganz gegen Personen halt. Ja, die Austausch steht doch noch, ne? Nee, ist abgefallen. Ja, da kann ich den nur. Na gut, ich versuche das zu müssen wir das Ersatzsignal geben, du. Ja, da kriegen wir hin. Also, verspätet kriege ich genug auf. Alles klar. Nee. Der Stress ist auch nicht mehr. Ich bin schon angeflogen. Jetzt war nicht so, ne? Ja, das tut mir jetzt leid. 19. Ich kann deine Nummer nicht genau lesen. Ja, tut mir leid. 19, du meinst für mich, oder? Oder dich. Ja, das kann auch sein. Mein Kollege. Ja, dann machen wir den Ersatz. Ist gut. Hast gesehen, er steht. Ja, hab ich gesehen. Danke dir. Wunderbar. Ach, schön. Da hinten kommt dann, glaube ich, jetzt bald mal ein Neuland für uns. Der Abschläge geht dann nach links weg und wirft geradeaus. Oh, endlich mal maximal Speed hier. Für den Moment. Schauen, ob wir es unter dem Bogen schaffen, noch bevor das 14er daherkommt. Wird sich schwer. Wo ist er? Da hinten. Okay. Waren die hat gerade ein bisschen Abstand zu uns bekommen. Mein Kollege. Ah, okay. Jetzt auch. Jo, stehen bleiben. Tür auf. Und zum Flot. Das ist ein bisschen ein kleiner Haltepunkt für die Gegend da. Okay, wird schon passen. Tür zu, Abfahrt. Wir haben ganz gute Chancen. Ich glaube, der holt uns nicht mehr ein. So, Mitsuboro. Nächster Halt. 14 Uhr. Muss 14:10. Ah ja, hätte schlimmer sein können für eine S-Bahn. Aber so grundsätzlich die Fahrt, die zählt eine Katastrophe. Die wird mich nicht nochmal fahren lassen. Und da beginnt die Schleife. Die Witziburgo ist um Kilometer 2. Nach dem Bogen da. Den Index.
komplette Fahrplan aus. Ich hätte jetzt irgendwas, Knitzi, Raskas, Knitzi, AP2 und 1 2 8. Na gut, so weit werden wir nicht fahren. Ey, Moment nochmal. War da gerade der Bahnübergang gestört? Was war das denn jetzt? Das ist nochmal ein Simmerer See. Wait, soll das der Bahnübergang sein? Nee, oder? Doch. Oh, Enrico. Oh. Und dann ist die Strecke... Ich hab das voll nicht übersprungen. Ich bin noch angehalten. Ach, Mann. Okay, das mit dem Bahnübergang, das hat mich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Ja, war ein bisschen eine katastrophale Fahrt. Aber typisch mich. Aber hätte schlimmer sein können. Verspätung. Ja, für die Verspätung kann ich nichts. Hab halt warten müssen auf die 2 Express und den MP. Aber ist, wie es ist. Und dann werden wir hier mal die S-Bahn auch gefahren. Eins weniger auf der To-Do-Liste. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann bis bald zum nächsten Abenteuer. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.